Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2 in der Juggernaut Edition und zwar auf dem Level Schrecken. Ja, Schreckenslevel. Und wenn wir hier einen Blick werfen auf unsere drei letzten Lebenden, dann sehen wir, dass es denen eigentlich ganz gut geht. Wir schauen mal, Cole, ja, steht kurz vorm Helden. Bürger. Und Angela ist bereits ein Held. Alles gut, okay. Ich denke, wir sollten weiter Materialien besorgen. Hier wird ja noch gebaut, glaube ich. Ja, hier wird noch gebaut. Und wie angeschlagen sind die denn? 106 hat Angela. Also Angela ist okay. Ja, dann würde ich sagen. Hi there. I'm gonna give you a shot to look good. Angela und Cole darf sich mal ausruhen. What? Ach nee, sie will hier mitmachen. See you later. Wo ist denn meine Dritte? Hier. Da haben wir sie, Julia. So nice to see you. Well, well. So. Also. Sie hat die und braucht damit diese. Done and done. Okay. Und wir sollten auch gleich Benzinbombe mitnehmen. Und die Dinger würde ich auch zu gerne mal ausprobieren. So. Julia hat die gleiche Ausrüstung. Dass wir uns hier mit Schraubenziehern verteidigen, ist ja auch nicht so cool. Gibt es da nichts Besseres? Genau. I'm listening. Zu diesem Charakter wechseln, ja. Okay, you lead the way. Und hier aber auch ein Kampfmesser, bitte. Ja, was trägst du? Du könntest mal so eine Straßenfackel tragen. Nur ein bisschen Benzin kann auch nicht schaden. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Befördere jemanden zum Anführer. Nee, das würde ich lieber noch nicht. Aber denn hier eigentlich alles raus? Bin ich jetzt sicher? Okay, ich weiß, was wir machen. Wir holen uns Medikamente brauchen wir nicht. Materialien. We should call around to see if people know where we can scavenge. We've got people on it. Okay, und wo? I'm getting started now. Okay, hier. Maybe. Listening to the network broadcasters at night helps me sleep. That Z is kind of close. Well, I found something at least. Yeah, Julia. So ist das. What do you say we clean this place out?
I like the way you think, hon. Ja, aber schon geschafft. Sehr gut. Können wir das schon mal verstauen? Ja. Und schon mal hier weiter. Oh. Sounds like company's on the way. Multiple teams incoming. So gut gemacht. I knew I'd find something. That's pretty heavy. Ja, aber ist auch sehr wertvoll. Seems to be clear. I think I'm done searching here. Fein, fein. Wir den da auch rein. 0,3 Pfund, 0,1 Pfund, 5 Pfund. Ja. Ich glaube, wir können ruhig noch ein Stück weiterfahren. Da hinten gibt es auch noch ein paar Dinge, die man abgrasen kann. Hier zum Beispiel die Zelte. That's pretty heavy. Ja, diese klassische Armbrust, die hat zwar unheimlich Wucht, aber ich bin nicht so ein Fan von der. Genau, ein bisschen laufen. I have to rest. Ja, man kann hier bei dem Game, also auf dem Schreckensmodus, tatsächlich ein bisschen mehr riskieren. Auch diese Schnellsuche, okay. Shoot. Da gebe ich dir mal ein paar Sachen. This is a load and a half. Nothing moving about. Oh ja, Medizin. Und ich glaube, wir können immer 25 Einheiten in unserer Basis lagern. Also mit Essen wird schon fast ein bisschen zu viel. Aber Medizin ist okay, da können wir ruhig noch was. Bisschen was einkaufen sozusagen. So, wie sieht's hier mit den Hütten aus? We still have some creepers here. Ein Achter, und zwar der Feral. Better be careful, they move fast. Ein Feral. Und wo ist der?
links von uns. Ah, da ist er. Okay. Baby, du bist echt klasse. Ah, also so eine Schützin, wenn du die im Team hast, kann ja nichts mehr schief gehen. Ich weiß nicht, man kann es mitnehmen, aber im Grunde genommen kann man es nur verkaufen. There's a few still around. Das war's. Der ist nämlich gut. Das ist ein 12 Pfund und der hat 8 Pfund. Genau. So, kann ich dir noch was geben? Ja. Aber wie machen wir das am besten? Ich müsste den... Sagen wir mal so, ich leg das ab. Nimm das. Gib dir den. Sage ausrüsten. Genau. Dann haben wir einen Slot mehr. Nothing moving about. Ebenfalls ein 12 Pfund und ein Gartenlernbuch. Okay, haben wir dann die Gärtnerin dabei? Ja, ich glaube ja. Julia ist die Gärtnerin. Alles klar. Verwenden. It feels good to learn something new. Ja. Meine Rede. Ups, okay, da ist schon jemand drin. We still have some creepers here. Ja, der Stuff ist eigentlich mal ganz nützlich. Okay, machen wir das abwerfen und nehmen den mit. Oh ja, klassische Armbrust, okay. Und die schießt mit den... Okay, schießt auch mit den Standard... Ich weiß nicht, Armbrüste? No room for that. Hm. Klassische. Aber da ist wieder ein leichter Rucksack. Okay. Dann machen wir es so. Das ist ja ein schwerer Rucksack. Go on. Sag mal zu diesem Charakter wechseln. Der
den abwerfen und die mitnehmen. Und ich denke, dann haben wir das weg. Hey, anybody out there? I'm in trouble here. Okay. I'm listening. Whatever you say, boss. Ein Freund in Not für Cole. Für Cole. Aber die haben wir jetzt gar nicht hier. Gut, dann fahren wir nach Hause und holen Cole. Wie geht's Cole eigentlich? Ja. Okay, soweit. So, unser Fahrzeug steht geradezu. Ja, es, man könnte ihm natürlich auch so helfen. Aber Cole kann damit punkten. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, das ist ein ziemlich erfolgreicher Trip gewesen. Dann bringen wir mal alles nach Haus. And here we are. Gut, dann sage ich wechseln. Of course I'll go with you. Und Julia wegschicken. Remember, stay safe. Gut. Das können wir am Mann behalten, okay? What? Can you spare a few minutes to help out? All right, lead the way. Yes? Go get him, Tiger. Ein Freund in Not, ja, wechseln. So, wir haben die Schrotflinte. Wir können ruhig hier noch ein bisschen Stuff mitnehmen. Und auch unseren Wagen mal reparieren. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Muss nicht repariert werden, umso besser. Das Coole mit dem Wagen ist ja, man kann ganz schön heizen. Das ist sehr schnittig unterwegs. Freund in Not. Schauen wir mal, was er für Nöte hat. Don't let it get too close. Don't breathe any of that. Gut, gut. Lad mal schön nach. Locked up tight. Okay, Pip. Danke fürs Kommen. Ich weiß, wir verlangen viel für diese Gegenstände, aber es sind schlechte Zeiten. Kein Problem, wenn das ein bisschen Ruhe ist. Verdanken wir es.
Okay, wir wollen handeln. Und zwar Waren. Okay, mit dieser Enklave handeln. Was habt ihr denn? Oh. Ich finde nicht, das nicht zu viel verlangt. Das nehmen wir. We've made good partners. I think they'll give us better prices in the future. And trade is the key to our survival. Gut. Haben wir denn irgendwas, was wir loswerden wollen? Können wir gleich mal hier einsortieren. Place looks empty. Let's go. Gut, also hier ist nix. Tja, und dann weiß ich, dass wir ja noch... Ah, die Soldaten brauchen Verstärken. Hier. Ich weiß nicht, kennen wir die überhaupt schon? Kommt mir nicht bekannt vor. Ja, willkommen. Wo denn? Ach, hier. Ich glaube, das Haus hat mir auch noch nicht komplett leer geräumt. Gut, jetzt mal los. Hey, I need help. Anybody? Am I glad to see you? Aha. Ich weiß bloß nicht, was sein Problem überhaupt ist. Ach so, er kämpft einfach. What's up? Ich hatte gehofft, ein Infektionsherd in der Nähe zu beseitigen. Ja, natürlich. Ich meine, hat mir denn hier schon alles gecheckt? I can't argue with you there. I feel bad about that when I have time later. That's nice. Ish. Oh Mann. Seid ihr nicht in der Lage, hier mit dem paar Leuten fertig zu werden? Was ist denn los? Ihr lasst nach. Okay, ich gebe dir mal ein bisschen Stuff. I already got all I can handle. Die kannst du noch haben. Ja, Baby. Ist hier noch was richtig Gutes? Versorgungshandbuch. Okay. Ich glaube, du könntest... Ach, ist halt immer so schwer, sich... zu trennen. Okay, dann los. Wo gehen wir denn hin erstmal? Hierhin. Alles klar.
Ja, im Laufe des Spiels nimmt das dann teilweise echt bedenkliche Ausmaße an, dass man hier so die schnelle Eingreiftruppe für alle spielt. Irgendwann muss man dann auch lernen, sich ein bisschen abzugrenzen, ansonsten ist man nur noch unterwegs, um Leuten irgendwelche Gefallen zu tun. Weil es auch immer mehr Gruppen werden und die wollen alle irgendwas. Okay, hier sind wir. Okay, begleite Wallace zur Basis. Du bist jetzt happy? Okay. Zur Basis, okay, hier also. Hier sind wir. Hey, we got a barn. So, sprich mit Wallace. Ist das Wilkinson? Ich glaube, Wallace wird er oder sie sein. Nee, McConnell. Ach, Wallace ist er. Gut. Ich will ja nicht gerade prahlen, aber du hast heute ein paar gute Freunde gemacht. Wir waren alle beim Militär. The only people still alive are those who've earned that right. Bye. Das war's, aber wir können later, schon. Oh, ja. Alright. Okay. Hey, come on in. Was hat's mit dieser Waffe auf sich? Irgendwas, die scheint eine Bedeutung zu haben. Go on. Begleiter. Inventar, no? Ja, ich glaube. I already got all I can handle. Okay. Nice to see you again. Let's make a deal. Was ist das, eine Pistole? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich kann ja das Ding verkaufen und hol mir jetzt das. Molly, okay. Ah, okay. That's a lot of stuff.
Das war der Deal. Wir haben jetzt einen ziemlichen Packen Mohn bekommen. Die Frage ist nur. Naja, 15. Ja, wir können, glaube ich, 25 lagern. Ja, dann fahren wir nach Haus. Läuft jemand rum? Wer ist das? Keine Ahnung. Wir lagern erstmal unseren Stuff ein. So, die schießt 5,56. Wegschicken. Und jetzt kommt mein Zeug. Das ist nämlich die 7,62. Okay. Gut. Ja, dann war das hier eine erfolgreiche Runde. Not a lot? Warum? Und total cool, oder nicht? Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.